Hallo, ich bin Beate Walter-Rosenheimer. Ich bin Abgeordnete hier im Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck und stehe am 26. September wieder zur Wahl. Von Beruf bin ich Diplompsychologin. Ich habe 5 inzwischen erwachsene Kinder. Und ja, was kann ich über mich sagen, um mich vorzustellen? Ich esse schon, seit ich so 13, 14 Jahre alt bin, kein Fleisch mehr. Aus Tierliebe und weil ich mich damit beschäftigt habe, wie dieses Fleisch entsteht. Ich lese gern, ich gehe gern ins Kino, ich gehe gern raus spazieren. Und ich engagiere mich ziemlich leidenschaftlich für das Thema soziale Gerechtigkeit. Schon immer war Ungerechtigkeit so ein Thema, das mich total gestört hat. Ich habe nie verstanden, warum Menschen ausgegrenzt werden, weil sie anders aussehen, weil sie woanders herkommen, weil sie anders leben oder weil sie anders lieben. Das hat mich immer aufgeregt und ich habe in ganz vielfältiger Weise mich für eine gerechte Gesellschaft engagiert und tue das auch jetzt. Ich bin die jugendpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Und die ausbildungspolitische Sprecherin auch im Bildungsausschuss. Und ich sehe, dass genau die Startchancen, die junge Menschen brauchen, das Wesentliche sind. Und dass es nicht davon abhängig sein darf, wo man lebt oder was die Eltern so im Geldbeutel haben oder welche Bildung die Eltern haben. Und da ist in Deutschland noch viel Ungerechtigkeit. Ich will, dass alle Menschen so leben können, wie sie wollen, egal woher du kommst, egal wie du liebst, egal wie du bist, sollten möglichst gerechte Chancen sein. Das ist mein Motor für meine Politik. Und wer mich kennt, weiß, dass ich damit ganz viel Herzblut dranhängen. Das möchte ich gerne auch weitermachen im September in Berlin. Mein großes Thema ist, wie können wir junge Menschen dazu bringen, dass sie diese Demokratie, die wir haben, diese freie Gesellschaft, diese liberale Gesellschaft, die wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern haben, wertschätzen, dass sie sich für diese Demokratie einsetzen. Das heißt für mich, wir müssen sich früher beteiligen. Es ist die Zukunft der jungen Leute, die vor uns steht. Und deswegen braucht es mehr Partizipation. Und deswegen will ich eine Senkung des Wahlalters auf 16. Dazu habe ich einen Gesetzentwurf vorgelegt, den wir gerne umsetzen wollen. Und wir müssen auch sehen, der Klimaschutz, da ist es nicht mehr 5 vor 12. Wenn wir heute das 1,5-Grad-Ziel verfehlen, stehen die jungen Menschen demnächst vor der Klimakatastrophe. Deswegen freue ich mich drauf, mit einer jungen Kanzlerin Annalena Baerbock im September in eine hoffentlich grüne Regierung zu gehen. Ich bitte um beide Stimmen für Grün am 26. September bereit, weil ihr es seid.